Einen wunderschönen guten Tag. Magnus und ich waren mal wieder bei The Isle ein wenig unterwegs und wir haben als Raptoren eine freundliche Spinosaurus-Familie gefunden und haben die dann gefragt im Global Chat, ob die uns nicht nesten könnten und ob wir nicht deren Babys sein können. Und genau hier startet das Video. Ich bin jetzt kleiner Butschi. Oh mein Gott! Meiner ist in einer Minute erst fertig. Aber ich bin so klein. Das ist echt ultra winzig. Hallo, Mami. Mami. Ihr seht alle so groß aus. Ich bin auch schon echt. Und was, guck mal, was für eine Bite vor sich habe. Ah, 70 erst, Louis. Nicht zwei. Das ist natürlich stark, zwei weitere. Ja. Don't have much food. Ich bin nicht rein. Oh mein Gott, bist du groß. Ey, wie groß ihr alle ausseht, ne? Kann nicht mal sprinten, gefühlt. Ich freue mich gleich auch, Baby zu sein. Geh mal zu den Rexies und was da liegt. Hallo sagen. Du bist so langsam. Ja, ist so. Ja, ganz kleine, kurze Beine, das ist Sprinten hier. Krass. Hallo. Was guckt ihr denn so böse? Ich bin noch ganz klein und süß. Boah, ist der riesig. Oh, wie er quietscht. Oh mein Gott, wir sind eine riesige Spino-Familie und wir leben im Einklang mit hier Rex und Gigas. Also uns wird keiner angreifen, glaube ich. Die Schreie sind aber heftig. Ja, ich bin auch richtig, ein Baby. Ist richtig heftig. Ich bin so winzig, ne? Ey, wie winzig. Und wie schnell geht die Ausdauer leer? Was bin ich für ein Kacken? Ja. I hate our roars. Ja, der vom Rex klingt tausendmal geiler, der Schrei. Wie geht's dir? Was hier abgeht, ey. Was ist das denn hier? Weiß nicht. Das ist ein Baby-Rex, ja. Ich glaube, das ist echt ein Baby. Guck mal, wie der quietscht. Ja. Oh. Das ist richtig süß. Alter, wie groß die sind. Guck mal, der Rex. Wo? Wie groß der ist, der hier steht. Hä? Der hier steht, bei Dan. Alter, wie groß der einfach ist. Der Rex. Holy shit. Ja, man, ist halt der Übermovement-Krüppel, ne? Ja. Ich leg mich wieder zu Mama ins Nest. Ja. Das Gras ist höher als ich. Also langsam werden wir aber größer. Wie weit vor habe ich schon? Schon 13. Oh. Mehr weit vor als ich. Oh, ich habe ihn angebrüllt. Boah. Er sabbert erstmal auf dich runter. Oh, jetzt kommt ein Giga, ey. Oh, oh. Nicht platt machen. Ey, bleib lieber nicht drüber. Alter Schäde, ey. Ich hab jetzt schon wieder Hunger, ne? Hier ist es los. Ich glaube, der linke Rex, den ich gerade angebrüht habe, war dieser Tiger Turtle. Oh, hier ist noch ein Spino. Den mach ich fertig, Alter. Wie klein. So richtige Unruhestifter. Da liegt Essen. Oh ja. Ich geh abtauchen im Wasser. Dort ein Segel. Der weiße Hai. Wie geht nochmal die Musik von dem weißen Hai? Weiß ich nicht. Nee, das war falsch. Schade, dass der Spino nicht schnell schwimmen kann, ne? Ja, das wäre richtig geil. Wie groß er ist. Ich kann uns auch erstmal wieder angekommen. Er legt sich hin. Er hat sich zu uns gelegt. Er ist weg von mir. Junge, sein Maul ist einfach so lang wie ich. Dark. Das Mann.
Hat er das geschrieben? Riesig, der ist da. Weiß nicht, wie weit ich hier runtergehen sollte. Alter, wollen wir mal Bergsteigen machen, wer sich mehr traut? Wer sich mehr traut? Ja, wer sich hier traut, weiter runterzugehen, die Klippe. Obwohl ich mich drehen kann hier. Ja, komm. Mal sehen, wer sich mehr traut. Komm. Okay. Wer geht hier weiter die Klippen runter? Du fängst an. Ich fang an, okay. Und ich gehe hier hinten runter. Oh, du kommst hier nie wieder hoch, glaube ich. Klar. Frag mich, ob ich hier komplett runterkomme irgendwie. Hier hinten können wir runtergehen. Ich bin fast gerutscht. Okay, hier kannst du noch lang gehen. Bei mir. Ja, aber da geht's ja eh. Das ist der Standardweg. Nein, hier nicht. Hier, genau vor mir. Okay, komm, dann machen wir den Weg. Oh. Komm schon, das schaffen wir. Da runter? Ja, sicher. Vielleicht hier über die Kante oder hier über die Kante? Ich weiß es nicht. Da bei dir ist besser. Oh! Ich hab's geschafft. Hast du nichts gebrochen? Bin cool. Jetzt musst du kommen. Ah! Oh, ich hab dich aufgefahren. Bergsteiger-Spinos. Oh, und noch eins tiefer geht? Ja, wir müssen ja uns irgendwie beschäftigen als Kind. Hier rechts kommen wir runter, glaube ich. Ja. Mach einfach. YOLO. Du stirbst. Du kommst doch nicht mehr weg. Oh, au! Ach, gebrochen. Knack! Ich hab's bis hier oben hingehört. Jetzt komm! Wie? Jetzt sei keine Pussy, such den anderen Weg und mach's auf. Du hast ja auch schon was gebrochen. Ja, und? Hier vorne. Hier, warte. Komm ich überhaupt lang noch? Problem ist, ich kann nicht mehr alt hören. Ich muss jetzt warten. Weil ich kann mich hier nicht mehr wegdrehen von der Klippe. Wow. Was? Wo gehst du denn lang? Wo gehst du richtig hin? Ich gehe den Weg. Den Pussy-Weg. Oh, ich glaube, ich breche mir jetzt auch was. Knack? Sieht safe aus, sieht safe aus. Okay. Knack. Wie viel Knack habe ich denn? Ich habe noch 11 Knack-Damage. Aua, Mami. I broke my leg. Kais kommt. Kann sein, dass der jetzt auch schon hier kommt. Oh, über uns. Ja. Der denkt sich jetzt auch, what happened? Du beschreibst, du bist von einem, vom Stein gerutscht. Kai, jetzt kommt dann echt hierher. Kurz Magnus. Erstmal draufsetzen, das hilft. Jetzt kommt ja Gara auch noch, jetzt kommen alle, Alter. Ich bin aber fast heile schon wieder. Aber krass, dass die Großen hier einfach so hinkommen bei den Klippen. Ja, jetzt kommt Gagara auch. Okay, ich habe kein gebrochenes Bein mehr. Egal, ich tue noch ein bisschen so, ja? Sind die gerade hergekommen? Na, Gagara geht schon wieder. Ja, einmal geguckt. Ach, das Kind soll nicht rumheulen. Tschüss. Ja. Also ich frage mal, was Case für uns ist. Ace. Are you? Das ist auf jeden Fall Mail. Grandpa? More like a crazy uncle, I'd say. Da haben wir schon zwei. Magnus, meinst du, wir können hier noch weiter runter? Ich bin wieder heile. Frag mal, glaubst du, wir können hier runterklettern? Du kannst mal mit mir kommen, wo ich hier vorne war. Ah, ich hab langsam Durst, ne? Und Essen. Komm mal hierher. Und wenn du hier runterkommst, bist du richtig gut, ne? Ja. Mann, aber hier komm ich. No. Bin hier eben schon hochgekommen, ich werd's nochmal schaffen. Was denn? Ich werd's nochmal schaffen. Okay, nicht schlecht. Tada! Mountain Goat. Hungry now. Vielleicht kommen wir hier vorne überhaupt noch weg, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung.
Wir werden hier nie wieder wegkommen. Wir haben uns richtig in die Bredouille gebracht. Fuck, ich glaube, wir kommen hier nicht mehr hoch. Ich glaube, wir müssen wirklich den Weg runternehmen. Ob wir hier ein Nest bauen kann, damit wir was zu essen kriegen und stärken können. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt echt climben. Was schreiben wir denn jetzt? We need help, Uncle. We are caught. Wie schreibt man das so? We can't get up here. Oder? Ich bin eine Maschine, Alter. Du kommst da nicht hoch, ich bin einfach eine Maschine. Alter, wie hast du das denn gemacht jetzt? Ich bin da senkrecht die Wand hochgelaufen. Ich will auch. Wie war die nächste Herausforderung auf uns aber? Ja, an welcher Stelle bist du hochgelaufen? Weiß ich nicht mehr. Wie weißt du nicht mehr? Was bist du für ein Bruder? Ich bin einfach hochgelaufen. Hä? How the fuck did you do this? Ich bin auf jeden Fall quasi stand an der Wand und bin dann links so schräg hochgelaufen irgendwie. Guck mal, ich bin über dir. Ah, du Opfer. Oh. Ah. Ein Stück weiter links war das, glaube ich, noch. Alter. Ich will mal was essen, Bruder. Fuck you. Ich werde sterben. Oh mein Gott. I'm too young to die. Ich muss weiter links das, glaube ich, machen. Ganz links in der Ecke. Komm doch mal runter, dann zeigen wir das. Komm schon. Geh weiter nach links. Ich weiß ja, was da war, wo du gerade bist. Nee, das war nicht da, glaube ich. Ja. Oder was dachte? Alter, das ist ja mega random gewesen, dass du da hochgekommen bist. Ich geh jetzt weiter runter. Links. Dann, echt? Ich kletter jetzt hier runter, ich schaff das nicht. Boah, ich verdurst und verhunger. Oh mein Gott, ich werde so sterben. Das war mein Spino-Life. Du musst einen Neuanfang, ne? Ja, was soll ich denn machen? Ja, weiß ich nicht, da hockt ja dann irgendwie ich. Also jetzt, da wo du bist, bist du jetzt RIP, ne? Das weißt du. Ja. Doch. Also wenn du das schaffst, bist du OP. Ich muss jetzt erstmal was trinken gehen, ich hab richtig Durst. Das ist ja kein Problem hier. Aber hier hochkommen ist OP. Und hier noch versuchen am Rand lang. Das versuche ich jetzt. Ich bin RIP. Das war das, Bro. Das war das Spino Live. Bro. Oh mein Gott. Berichte den Eltern, was passiert ist. Trauriger Smiley. Scheiße. Oh nein, ey. Rieb. Dandy. Oh mein Gott. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ich weiß, das Ganze war jetzt nicht mega spannend, aber so ist das nun mal als kleiner Babyspino. Da kann man nicht viel machen. Man muss in der Nähe von seinen Eltern bleiben, in der Nähe vom Nest bleiben. Und wir können nicht selber jagen. Wir sind einfach viel zu langsam, viel zu klein, machen keinen Schaden. Aber das Ganze hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dem Klettern und so. Und ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like freuen. Und ich kann euch schon mal verraten, beim nächsten Mal, ich wurde nochmal als kleiner Babyspino ausgebrütet. Und beim nächsten Mal, im nächsten Video, gibt es auf jeden Fall mehr Action. Unter anderem gab es einen Konflikt mit Rexys und wir mussten umziehen, weil unsere Gegend zu gefährlich wurde. All das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein, euer Dandy.